Malona, ein lange unentdeckter Planet. Doch irgendwann hat man dann doch entdeckt, dass da wohl noch ein Planet sein musste zwischen Mars und Jupiter, weil in dieser Bahn unendlich viele Trümmer von Asteroiden umeinander sausen. Was ist passiert? Was hat Malona zerstört? Wie war die Menschheit, die auf diesem Planeten wohnte? All das haben wir jetzt einmal zusammengefasst in dem Film Malona. Gleichzeitig ist dieser Film aber auch ein Warnfilm für die Entdeckungen unserer Erde und deren Brauch oder Missbrauch. Denn wir sind jetzt im gleichen Punkt wie damals die Menschheit von Malona. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir vorsichtig mit unserer Erde umgehen, damit nicht wieder dasselbe passiert, wie es auf Malona geschehen ist. Wir hatten schon einmal die Situation, da ging von China aus ein Riss quer durch den Pazifik. Man muss wissen, dass in China ganz viele Seelen von Malona heruntergekommen sind, die dann dort die Hochtechnologie auch wieder in dieses Land gebracht haben. Man sieht es an der Beschreibung zum Beispiel von den vielen Brücken. Die Brücken von Malona, die die Meere und auch die Buchten überspannten von Insel zu Insel, sind jetzt fast im gleichen Maße wieder in China zu finden. Auch wieder große Meerbusen überspannende Brücken und Brücken, die von einer Insel zur anderen gehen. Vor nicht langer Zeit, es mögen vielleicht 10 Jahre, ungefähr 15 Jahre ins Land gegangen sein, hatte Michael uns alle wieder einmal zusammengerufen, die wir aus seiner Crew hier auf der Erde inkarniert sind. Und er hatte uns gesagt, bitte kommt jetzt alle und unsere Körper würden schlagmals müde. Wir mussten uns hinlegen und unsere Seelen flogen raus. Und dann weiß ich noch wie gestern, wir sind hinabgetaucht in den Pazifik und haben einen durch unterirdische Atomversuche entstandenen Riss von China ausgehend im Pazifik, der ging diagonal runter bis nach Südamerika, den mussten wir in einer unendlich langen Arbeit alle flicken. Wir haben dann dort etwas raufgebaut, was so ähnlich ist wie ein Wall. Und dieser Wall, der hat dann also den Riss gut zugemacht, damit nicht das Gleiche passiert, wie damals in Malona passiert ist. Gleichzeitig hatte Malona aber auch eine Menschheit, die also wirklich der von Sodom und Gomorra allmählich ähnelte. Das werden wir jetzt in dem Seminarvideo noch erfahren. Und auch die Charakterzüge dieser Menschheit haben dazu beigetragen, dass eben der Planet dann seine Außenhülle verlor.
Das ist ein wichtiger Schritt für uns, dass wir nicht auf die Verführungen eingehen, die uns auch unsere Erde jetzt zu diesem Zeitpunkt bietet. Übers Internet, über die verschiedenen Institutionen, die es jetzt gibt, über Table Dancing, über die Korruption, die überall auf der Welt noch entsteht, das Geld, was regiert. Und dieses alles darf im Menschen selber einfach nicht das Gewissen töten. Das Gewissen ist die Instanz Gottes im Menschen. Und wenn diese Instanz weiter aktiv bleibt und alle daran arbeiten, dass die Verführung keinen Raum erhält, dann kann auch unser Planet gerettet werden. So wie wir das gleich erfahren werden, Malona hätte gerettet werden können, wenn die Menschheit dort auf diesem Planeten zugehört hätte. Das ist das Wichtige, was wir als Lehre aus diesem Film und aus diesem Seminarteil jetzt herausziehen können. Sehr viele Klienten, die ich bisher schon hatte, die haben Leben auf Malona gehabt und noch die entsprechenden Schäden in ihren Zellinformationen drin, die sie jetzt immer noch mit Mühe probieren abzutragen. Insofern ist auch dieser Planet, selbst wenn es schon lange her ist, dass er gesprengt wurde, immer noch von sehr aktueller Bedeutung für unseren Krankheitszustand und für Charakterzüge und Haltungen, die wir eventuell noch in uns tragen. Ich wünsche euch viel Freude beim Anschauen von diesem Seminarteil. Für die, die interessiert sind, allein über Malona zu erfahren, ihr könnt euch auch gerne genau diesen Film extra bestellen. Das geht auch. Und dann wird euch dann der Link zugeschickt werden. Viel Freude beim Anschauen wünscht euch eure Claire.